Und hier soll es darum gehen, dass man ein neues Konzept vorstellt. Es soll ein neues Konzept sein, weil die Aufgabe, sinnerfülltes Handeln zuallererst heute unter ganz anderen Umständen betrachtet werden muss. Das heißt, sinnerfülltes Handeln muss mehr noch als vorher digitale und nicht digitale Tätigkeit in gutem Ausgleich umfassen. Dazu wird ein bestimmtes Konzept vorgestellt unter islamischen Gesichtspunkten. Das Zweite, es soll ja eine ganzheitliche Sicht auf Islam vermittelt werden, also soll auch eine ganzheitliche Haltung zum Islam vermittelt werden. Das ist etwas Neues. Die letzten Jahre hat es diese Haltung kaum gegeben. Es soll also eine Anleitung geben, wie man praktisch dazu kommen kann, die wichtigsten Aspekte des Islam seelisch, inhaltlich, theologisch, von der Pflichtenlehre hier in ein gutes Konzept bringen kann und wie man dieses Konzept auch planen kann. Die Planungssicherheit ist wichtig. Denn ohne Planungssicherheit gibt es auch keine Lebenssicherheit. Das Ganzheitliche wiederum soll herauskommen, weil man es in der Welt, in der wir leben, ganzheitlich einbringen können muss, damit der Islam sich nicht auf ein kleines Zimmerchen beschränkt oder auf einen kleinen Rückzugsort. Es wird also wichtig sein, zu schauen, welche islamischen Prinzipien kann man überhaupt ins Leben einbringen? Wie kann man das auf eine Art und Weise machen, dass man ein ganzheitliches Beispiel gibt? Wie kann man eine Form finden, die in Zeitmanagement und in der Qualität der Handlungen den Menschen, den Handelnden auch befriedigt, in dem Sinne, ihn zufrieden sein lässt als muslimischen Menschen in dieser Zeit? Dazu sollen ganz neue Ansätze und Konzepte gebracht werden, altersgemäß, was die Erziehung angeht, was die Selbsterziehung auch angeht. Es werden also viele Aspekte hier angesprochen sein, inshallah. Soweit erst einmal. Assalamu alaikum wa rahmatullah.